Drei Steine, Ausstellung Berlin. Graphic Novel gegen rechts. Als ich in der Schule meine Meinung gegen Nazis sagte, hätte mich das fast umgebracht. Haus Schwarzenberg, Rosenthaler Straße 39. Hinter dem Anne-Frank-Zentrum befindet sich das Treppenhaus zu der Comic-, Graffiti- und Street-Art-Gallery Neurotitan. Vom 16. Februar bis zum 9. März 2019 wird hier die Ausstellung zu der autobiografischen Graphic-Novel Drei Steine gezeigt. Das Adolf-Duck-Diorama begrüßt die Besucher und steht bereit für Social-Media-Fotos. Es sind Originalzeichnungen, Skizzen und Storyboards ausgestellt. Wie kam es in den 80er Jahren in Dortmund dazu, dass Neonazis nahezu ungestraft zwei Mordanschläge ausführen konnten? Zu sehen ist, wie diese Erfahrungen dann künstlerisch verarbeitet wurden. Erklärungen über Titel, Inhalt, Rechtsradikalismus und den Holocaust bieten die Infotafel. Wir danken allen Crowdfunding-Spendern, die diese Ausstellung möglich gemacht haben. Mehrere Schulklassen werden diese Ausstellung mit Lesung besuchen. Es gibt einen exklusiven Ausblick über die erweiterte internationale Ausgabe. Eine Fotoausstellung von Maria Sarada zeigt die Reise der drei Steine durch 12 Ausstellungen und über 100 Lesungen. Auf der Medienstation gibt es Trailer, TV-Berichte und ein Interview mit der berühmten Nazi-Jägerin Beate Klaasfeld, die auch diese Ausstellung großzügig unterstützt hat. Zum Abschied grüßt der braune Bär aus Berlin.